Hi und einen schönen guten Morgen. Diesen Film mache ich ganz anders. Jetzt kommt gleich das Intro, danach siehst du den Film und zum Schluss sage ich was dazu. Ich wünsche dir dabei eine tolle Unterhaltung und jetzt geht's los. Zack. Und das für einen Apfel und ein Ei. Finde ich mega. Aus verschiedenen Sachen was richtig Schönes bauen. Diese Rollen, die lagen bestimmt schon circa ein Jahr in der Firma rum. Einfach ein Karton, ich habe die bei der Inventur entdeckt. Und ich dachte, hey, nicht schlecht, solche Rollen, die sind richtig schön, massiv schwer. Es ist zwar nicht die perfekte Ausführung, weil die einen Absatznippel hatten in 10 mm. Das heißt, da kannst du den Distanzmuffer drauf drehen und kannst das im Prinzip verlängern. Oder direkt auf andere Anschlüsse, die man vielleicht ins Holz oder in Metall einarbeiten kann, wo du die Rollen direkt drauf drehen kannst. Ich wollte mit dieser Ausführung einen Schwerlasthund bauen, damit ich schwere Lasten auf der Baustelle und auch in der Firma transportieren kann, weil wir als Installateure oder weil wir nicht nur als Installateure, sondern weil wir als Handwerker ständig die ganze Zeit unentwegt und permanent schwere Lasten tragen müssen. Ja, um dem aus dem Weg zu gehen und damit wir nicht permanent unseren Rücken und so weiter belasten, habe ich gedacht, es gibt doch eine Möglichkeit, solche Sachen zu bauen. Ich hatte auch in der Vergangenheit etliche solche Hunde nicht konzipiert, aber aufgebaut. Und die beste Ausführung, die ich bis jetzt gebaut hatte, war in der Ausführung. Ich habe genau solche gummierten Rollen gehabt, aber die waren eine Nummer größer, circa 10 cm im Durchmesser, waren voll gummiert, hatten oben als Abgang eine Flanschausführung, wo man die Schrauben direkt in das Holz reindrehen kann. Und das ist eine wirklich noch viel, viel bessere Variante, um so einen Schwerlasthund zu bauen. Und wenn du, sag mal, eine Arbeitsplatte von vielleicht 1,40 m hast, dann 6 Rollen nimmst, ja, 2 vorne, 2 hinten, 2 in der Mitte, hast du einen riesen Benefit dabei, dass diese 6 Rollen, die bügeln alle Unebenheiten, Pflastererhöhungen, bügeln sie alles aus und du kommst eigentlich überall hin mit diesem Hund und kannst wirklich viele schwere Sachen transportieren. Fand ich überragend, sowas zu bauen. Der Nachteil ist, die so eine Rolle, von der ich rede, kostet ca. 60 bis 80 Euro pro Stück. Das heißt, wenn du dann 6 Rollen brauchst, dann weißt du ja, wie viel das kostet. So, und jetzt habe ich die Rollen noch nicht gehabt, aber habe die in der Firma, die bestehenden Rollen, gefunden. Und so entschloss ich mich quasi, das so aufzubauen, wie ich das jetzt habe, also den Ist-Zustand zu nutzen. Die Löcher gebohrt. Ich wollte zuerst die Muttern in das Holz
reinsenken, im Prinzip, dass die in dem Holz drin sind, so dass ich eine bündige oder eine ebenerdige Fläche habe. Das hat aber nicht funktioniert, weil du entweder musst du die Löcher wesentlich größer fräsen, dass du dann mit dem Steckschlüssel reinkommst, um von oben die Muttern anzuziehen. Ich hatte mehr zugegebenermaßen dann schon falsch angefangen und hatte keine Möglichkeit mehr, das Loch noch weiter aufzufräsen. Deswegen habe ich dann mich dazu entschlossen, dass ich die Gewindestäbe nehme, durchgucken lasse und dann die Rollen auf die Muffen draufsetze, damit ich quasi eine Verbindung habe zwischen der Rolle und dem Gewindestab. Nicht die beste und sicherste Variante, um schwere Laschen oder um schwere Gegenstände zu transportieren. Das ist absolut richtig. Aber für Werkzeug, Kleinbauteile und wenn du jetzt so eine Baustelle abräumst und dein PKW steht irgendwie 100 Meter weiter und dann bist du froh, wenn du so einen Hund hast. Deswegen, der baut diesen Hundes und ihr werdet diesen auch in den nächsten etlichen Filmen sehen. Ich denke mal, bis er mal so die Grätsche macht, bis er kaputt geht. Und in der Zwischenzeit werde ich mir neue Rollen bestellen, wahrscheinlich genau die, von denen ich gesprochen habe, und werde dann einen richtig stabilen, schweren Hund bauen, mit dem man dann, ich denke mal, auch teilweise 600 Kilo, also über eine halbe Tonne Material transportieren kann, was ich schon gemacht habe. Ich hoffe, das war sehr informativ für euch, so ein kleiner Energieschub, dass ihr vielleicht auch was selber bauen könnt für euch zu Hause, für die Baustellen und so weiter. Und ich wünsche euch dabei wirklich viel Spaß beim Kreativsein. Mein Name ist Luke van Dijk und ich wünsche euch eine richtig tolle Zeit. Bis zum nächsten Film. Ciao.